wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Oliver Geissen Show. Sie sehen heute ein wenig anders als sonst. Das hat aber einen guten Grund, denn heute wollen wir uns ausschließlich unserem Jahresrückblick widmen. Das heißt, Sie werden heute die Highlights unserer Show sehen können und obendrein werfen wir noch einen Blick hinter die Kulissen. Das heißt, Sie sehen Menschen, die normalerweise nicht vor der Kamera zu sehen sind, aber sehr viel mit unserem Produkt, mit der Oliver Geissen Show, mit mir zu tun haben. Das heißt, es gibt allerhand Überraschungen. Und Überraschung ist ein gutes Stichwort, denn Überraschungen spielen in unserer Sendung eine sehr, sehr große Rolle. Wahnsinn. Moment, eine Stufe. Ja. Noch eine Stufe. Jetzt kommt keine Stufe. Hallo, Martin. Mein Lieblingsspiel, meine Kommst du noch mal ganz kurz rein? Nochmal? Ja, Chef, wir haben noch eins vergessen. Formalitäten. Du musst noch was unterschreiben. Unterschreiben? So. Hier vorne, ja. Komm noch ein kleines Stückchen. Muss einmal nur was unterschreiben. Wir wollen auch zu Chris. Der ist ja ziemlich krank. So. Der sieht aus wie Chris, oder nicht? Das hört das nicht. Wir haben zumindest eine kleine Überraschung. Hier sind deine drei Brüder. Herzlich willkommen. Jetzt ganz recht herzlich deine Halbgeschwister Asta und Martin. Ich weiß, was du dir gewünscht hast. Ne, die sind nicht da. Herzlich willkommen. Hier sind deine Eltern. So, meine Damen und Herren, mein erster Gast ist die Sandra. Sandra macht bei uns die Gästebetreuung. Und das heißt, dass meine Gäste, die hierher kommen, sich natürlich mit dem Studio nicht auskennen. Sandra erklärt Ihnen das alles und wird Ihnen natürlich auch, wenn Sie dann Lust darauf haben, einen Kaffee oder einen Tee bringen. Musst du essen, gibt's bei uns auch, ne? In der Regel, ja. Haben wir alles dabei. Wie viele Gäste betreust du so am Tag? Das ist super unterschiedlich. Die Podiumsgäste halt 8 bis 10 und die kommen ja aber nicht alleine, sondern mit ihren Families, Hunden, Spinnen, Katzen, die wir alle mit betreuen. Spinnen haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt. Habe ich mich sehr gefreut. Und viele kleine Kinder. Haben wir denn da extra welche von der Gästebetreuung, die sich gut mit Kindern auskennen, oder macht das jeder mal so ein bisschen? Das macht jeder mal so ein bisschen, aber wir sind da alle perfekt, würde ich mal sagen. Welche Gäste sind dir denn eigentlich am liebsten? Am liebsten sind immer die, die super nervös sind, weil sie entweder einen Heiratsantrag machen oder jemanden wieder treffen sollen. Musst du da auch schon mal eine Hand halten, ein bisschen trösten und sagen, es ist nicht so schlimm? Echt, ehrlich? Mhm. War schon mal jemand richtig super aufgeregt? Ja, die wollen auch manchmal nicht rausgehen dann kurz vor, aber wenn sie drin sind. Alles halb so schlimm. Wie ist das denn eigentlich? Du bist ja nur eine attraktive Frau und die Gäste kommen.
Bist du da schon mal angebaggert worden oder so? Mm, nicht wirklich, die sind immer nicht ganz wirklich. Nett eigentlich. Aber das kommt hin und wieder mal vor, meine Damen und Herren, dass Leute aus dem Team nicht so lapidar, wie ich es gesagt habe, angebaggert werden, sondern dass sie ganz gezielt einfach rausgepickt werden. Nicht? Auf die Frage hin, sie könnten sich jetzt einen jungen Mann aus dem Publikum aussuchen, mit dem man dann nicht essen gehen kann, sagen sie, nein, ich möchte keinen aus dem Publikum, sondern ich möchte den und den von der Gästebetreuung. So bei uns geschehen. Und hier gibt es noch weitere sehr schöne Szenen zum Thema Herzschmachten. Ist einer von den dreien dabei, wo du sagst, mit dem würde ich gerne meinen Abend verbringen? Mm-mm. Okay. Und ich möchte dich fragen, ob du mich heiraten willst. Natürlich. Jetzt schon 2 Jahre zusammen und haben einige schon durchgemacht in der Zeit. Einige Höhen und Tiefen. Und deswegen wollte ich dich fragen, weil du der wichtigste Mensch in meinem Leben bist, ob du mich heiraten willst. Natürlich. Du bist was ganz Besonderes für mich. Wir sind jetzt seit über 4 Jahren zusammen. Und sagt genau 4 Jahre und 9 Monate. Ich wollte dich fragen, möchtest du meine Frau werden? Du behandelst mich manchmal nicht so gut, aber trotzdem liebe ich dich. Deswegen möchte ich dich fragen, willst du mich heiraten? Ja, das hat man nicht. Ich werde einen Unfall vom André und die ganzen Sachen, die wir von Anfang an durchgestanden haben, möchte ich fragen, willst du meinen Mann werden? Ich hab einen. Wie, du hast einen? Ja, Manfred. Wer ist Manfred? Manfred ist von der Gästebetreuung. Liebst du die Liebe? Liebst du den Reichtum? Dann liebe nicht mich, denn es gibt Jungs, die sind reicher als ich. Liebst du die Schönheit? Dann liebe nicht mich, denn es gibt Jungs, die sind schöner als ich. Aber liebst du die Liebe? Dann liebe nur mich, denn es gibt keinen Jungen, der liebt dich so sehr von Herzen wie ich. Wir kennen uns jetzt circa 1 Jahr, sag ich mal. Und seit einigen Monaten, sag ich mal, bin ich sehr in dich verliebt und wollte dich hier in der Sendung fragen, ob ich die Chance hätte, eine Beziehung mit dir zu führen. Ach du Scheiße. Und wenn du mir endlich vertraust, dann möchte ich dich fragen, ob du meinen Mann werden möchtest. Ja. Hoi! Meine Sonne, du warst für mich in den schweren Zeiten für mich da, wo mein Vater nicht für mich da war. Du hast viele schlimme Sachen mit mir durchgemacht. 8 Jahre lang hast du Terror mit mir durchgelebt. Ich möchte dich heute fragen, ob du mich heiraten willst. Es ist unser Traum, zu heiraten, nämlich die Frau mit Weibi, wenn nichts. Bei Weibi? Das ist ja nicht. Ich habe seit 1,5 Jahren zusammen und wir haben beide ziemlich viele Zeiten, schwere Zeiten durchleben. Und ich möchte dich hiermit fragen, ob du mich heiraten möchtest. Ja. Willst du mich heiraten? Ja. Oh, das kann, willst du mich heiraten? Mike, das war ein Heiratsantrag. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich liebe schön. Dich. Ich liebe dich, mein Engelchen. So segne Gott eure Gemeinschaft und gebe euch seinen Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also, danke. Vielleicht werden Sie sich jetzt die Frage stellen, wer ist denn der Mann bei mir auf dem Sofa? Kann ich Ihnen sagen, das ist Mickey. Mickey, du machst hier was bei mir? Ich bin hier als Warm-Upper. Der Warm-Upper. Warm-up kennt man vielleicht den Begriff, nicht? Also kurz erklärt, das ist jemand, der vor der Sendung reingeht und sagt, hallo, Sie sind bei der Oliver Geissen Show, das und das passiert hier gleich. Aber du machst noch was anderes, du heizt die Leute nämlich an. Wie heizt man die denn an? Ja, also erstmal muss ich ja generell sagen, dass die Aufgabe darin besteht, das Publikum so vorzubereiten, dass es sich wohlfühlt und auch animiert fühlt, mitzumachen. Denn wenn das Publikum nicht mitmacht, dann stehen wir oft alleine da. Und ich bringe einige Witze, Karlauer, und ich singe mal hier ein und mal da ein. Und schon funktioniert das. Wie kommt man dazu, Warm-Upper zu werden? Och, wie kommt man dazu? Ich habe eigentlich schon früher als 15-, 16-Jähriger Musik gemacht und immer irgendwelche Moderationen durchgeführt. Und irgendwann landet man beim Fernsehen als Warm-Upper.
Das ist auch gut so, dass du bei mir gelandet bist. Mit Micky haben wir mich immer richtig viel Spaß. Wie das nun abgeht, Micky, schönen Dank erstmal, dass du da warst. Wie das abgeht, so ein Warm-up, das schauen wir uns jetzt an. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz, die klingt schon auf dem Müll. Doch noch weiß ich, was ich will. Ich will euch ganz allein. Ganz allein. Centerparks, die riesengroßen kleinen Ferien. Rufen Sie an unter 0180 55 800. Ständig werde ich gefragt, warum Spätabs zwei Seiten hat. Eine weiße und eine blaue. Die ist daran das Schlaue. Denn stellt euch ganz einfach vor, das Blaue ist der Krafttresor. Der macht Wäsche strahlend weiß. Bei Spätabs zum kleinen Preis. Spätabs mit dem Krafttresor. Die schlaue Art zu waschen. I'm gonna get you home, man. Yeah, I'm gonna... The new fragrance from Hugo Boss. Boss. Bottled. Knackfrisch, das muss ein Leibniz sein. Butter Leibniz, knackfrisch, nur echt mit 52 Zähnen. Mhm. Neues? Ein bisschen frischer fühlen? Mit einer Slip-Einlage? Mit einer Allday's ganz sicher. Jetzt alle mit der einzigartigen EasyTech-Struktur. So sind sie atmungsaktiv und sicher. Ganz frisch. Ganz frei. Ganz sicher. Einfach ein gutes Gefühl voraus. Die neuen atmungsaktiven Allday's. Strom von Elektra direkt heißt Strom schon ab 1 Mark pro Tag. Rufen Sie jetzt an 0180 5 4000. Strom schon ab 1 Mark pro Tag. Elektra direkt. Lauert bei Ihnen immer irgendetwas unten im Wäschekorb? Wie der Wollpullover, den Sie schon längst von Hand waschen wollten? Jetzt gibt es das neue Dryell. Für Kleidung, die zur Reinigung oder Handwäsche empfohlen ist, entfernen Sie frische Flecken mit dem Dryell Fleckentferner. Legen Sie Wollpullover, Röcke, sogar Jacken in den Dryell Schutzbeutel. Geben Sie das feuchte Dryell-Tuch hinein, stecken Sie alles für 30 Minuten in den Trockner und Ihre Kleidung wird sanft aufgefrischt und gepflegt. Was auch immer jetzt in Ihrem Wäschekorb lauert, es ist bestimmt nicht Ihre Handwäsche. Dryell, neue frische Pflege für zur Reinigung und Handwäsche empfohlene Kleidung. Sweatshirt, nur für 16,90 Mark und meinen kleinen Bruder kriegen Sie gratis dazu. Marken günstig kaufen, jetzt bei C&A. Große Familie, große Wäsche. Mit der neuen Bosch Max for Kids schaffen Sie 6 Kilo in einem Aufwasch. Und mit Ariel Hydraktiv. Das ist schon flüssig und verteilt sich prima, auch in der größten Trommel. So wird's durch und durch sauber. Bosch empfiehlt Ariel Hydraktiv. Mein Sohn, nun reiche deiner Braut zum Zeichen der Liebe. Der Liebe. Oh.
Das neue Zebasoft ist mit Lindenextrakt. So fühlbar soft. Jetzt sage ich ja. Zu Zebasoft ist? Das neue Zebasoft ist mit Lindenextrakt. Linde gut, alles gut. Wenn ich nur daran denke, was ich alles mit den neuen antibakteriellen Tüchern von Meister Propper reinigen und desinfizieren kann. Wird mir ganz schwindelig. Neue Reinigungstücher von Meister Propper. Er meistert's, sie glänzen. Merken Sie sich diesen Preis. Jede Woche ein leckerer Burger. Nur 2,95 Mark und verbindliche Preisempfehlung. Nur bei Burger King. Mit Weihnachten ist es ja Essig. Oder Pizza. Oder Essig. Oder Pizza. Oder esse ich alle beide. Aber nur bis 31. Dezember. Fahrkartenkontrolle. Ich fahre aus Weißen. Bitte schön. Der Mann hat sie nicht mehr alle. Da braucht er wertvolle Vitamine oder Mineralien. Taxofit, der Vitamineralienmacher. Merken Sie sich diesen Preis. 2,95 Mark unverbindliche Preisempfehlung. Diese Woche der Whopper Junior. Nur bei Burger King. Ich habe in der Apotheke was Neues gegen Sodbrennen entdeckt. Was Neues? Ja, Pepcid Akut. Und es wirkt richtig lang. Das neue Pepcid Akut reduziert die Magensäureproduktion und wirkt so bis zu 12 Stunden gegen Sodbrennen. Damit geht's mir besser. Prima. Dann lass uns heute Abend essen gehen. Ja. Pepcid Akut wirkt bis zu 12 Stunden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das RTL-Album-Highlight. Jetzt Sting mit Brand New Day. Sting, das RTL-Album-Highlight. Die brandneuen Folgen der Nanny. Große Stars. Große Gefühle. Was ist? Und kleine Helden. Das ist ja ein riesengroßer Daumen. Das ist gar nicht der Daumen. Die Nanny mit 9 Folgen. Heute 17 Uhr nur bei RTL. So, meine Damen und Herren, das hier, das ist meine Maske. Und auf diesem wunderschönen, äußerst bequemen Stuhl nehme ich immer kurz vor jeder Sendung noch einmal Platz und lasse mir von meiner ganz lieben Visagistin, von der Isa, das ist Isa, noch einmal gehörig die Fresse polieren. Nein, ich lasse mir dann so ein bisschen so das, die Speckschwarte wegschminken. Ne? Und die Isa macht das auch sehr gut. Und vor allem, Isa schminkt natürlich nicht nur mich, sondern hin und wieder auch mal meine Gäste. Wie ist denn das, Isa? Werden Mädels immer länger geschminkt als Männer oder ist das nur ein übles Gerücht? Nein, im Normalfall stimmt das schon. Ja? Was muss man denn da mehr machen als bei Jungs? Jetzt außer Lippenstift zum Beispiel. Ja, eine ordentliche Grundierung, Rouge, dann auch die Augen betonen. Grundierung habe ich doch aber auch, oder nicht? Oder? Grundierung hast du schon, nur bei Frauen ist das halt doch etwas aufwendiger. Wir sind das mit Prominenten. Wir hatten ja so Jürgen Drees war hier mit seiner Frau, mit Ramona. Das sind ja richtige Prominente. Sagen die dir schon genau, wie sie geschminkt werden möchten, oder? Die wissen schon, was sie wollen. Und wenn du jetzt sagst, Jürgen, wir machen mal ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Rouge, rechts, links. Wie reagiert denn der da so? Wird er da sauer oder kannst du auch mit ihm reden? Ja, da kann man mit denen drüber reden. Ja? Hast du schon mal jemanden gehabt, gar nicht bei mir, so der richtig zickig war, ein Promi? Ja. Wer war das? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Nee. Mann oder Frau? Frau. Eine Frau, soll es doch anders sein. Ne? Spaß hatten wir allerhand bei uns in der Sendung. Ich habe ja gesagt, Jürgen Drees, Dolly Buster, wer hatten wir denn noch da? Marco Girnd. Das sind alles Stars und es gibt aber auch welche, die waren bei mir in der Sendung, die waren oder sind gerade auf dem Wege dorthin, ein Star zu werden und von denen gibt es jetzt mehr. Also oft beginnt das so, dass sie sich irgendwie so... Die. Und dann sagt er, wer? Ja, und dann streiten sie, ob ich das tatsächlich bin oder nicht. Irgendwie das aber Dolly, das kann man gut erkennen, dass du es wirklich bist. Ja, und die streiten trotzdem, ja. Das ist... Was?
Den dritten auch noch. Johnny, das war riesig. Warum hast du dich so verändert? Warum hast du dich so verändert? Warum hast du dich so verändert? Was ist mit dir los? Bitte sag es mir. Something went wrong. I made a deal with the devil for an empty IOU. Went to hell and back, but an angel was looking through. It was you. Nicht ganz, du bist ja richtig tätowiert, da sag mal. Kleiner Flitzer. Matthias, herzlich willkommen. Haben wir dich schon ganz. Ja. Ganz vernachlässigt. Du bist gleich froh und gut gelaunt. Bei diesem Duft in Puris Sound. Der gute, gute. I like the boogie woogie. Die ganze Rock'n'Roll mit dir die ganze Nacht. Hey, hey, Schnucki. Komm, tanz mal, Boogie Woogie. Keine Panik auf der Titanic. Lassen Sie sich die Sterben. Sie haben es gesehen, einige in Anführungsstrichen noch unbekannte Stars haben bei uns. Ihr können unter Beweis gestellt. Wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann welche von denen wirklich immer Hitparade oder bei Viva oder bei MTV. War ja sehr vielversprechend. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was für die Zuschauer immer äußerst interessant ist. Nicht? Was geht eigentlich immer so schief bei Talkshows oder bei überhaupt großen Shows? Bei uns geht einiges schief, wo man sich manchmal schon Gedanken macht, ist das eigentlich im normalen Rahmen oder ist das bei uns besonders viel? Und genau dem wollen wir jetzt auf den Grund gehen. Wissen, ist das bei uns nur so schlimm oder auch bei den anderen? Ich habe mir jemanden eingeladen, wo ich mich ganz besonders freue, dass er Zeit gefunden hat, heute bei mir zu sein. Hallo Hans Meiser, schön, dass du da bist. Ich habe gerade eben gesagt, einiges ist bei uns schief gegangen, nicht? Mit einer Regelmäßigkeit. Dazu kommen wir später. Ist das normal? Ist bei euch auch mal was? Ja, das muss ja schief gehen, sonst macht Fernsehen keinen Spaß. Also ich denke, für die Zuschauer ist das Spannendste, wenn Kulissen umfallen, wenn Kameraleute erschlagen werden, wenn Aufnahmeleiter verdursten. Nein, das klingt jetzt ein bisschen sehr brutal, aber wenn sowas passiert und du überlegst dir dann immer hinterher, ja, wie kommt der jetzt aus der Nummer raus, wenn du Zuschauer bist. Und ich weiß halt von Zuschauern, uns geht es genauso. Und ich habe einen Fall gehabt, da hätte ich eigentlich wegen sexuellen Vergehens angezeigt werden müssen. Soll ich dir erzählen? Gerne, sehr gerne. Also es war schon komisch, wir machen ja meistens live oder häufig live, also 50% live. Und ich stand da, wie ich immer stand, einen Fuß leicht hoch, weil das Kreuz entlastet. Das muss ich jetzt vormachen. Ich stand also da, so. Und da saß ein Gast, und der machte zu mir immer, der noch gar nicht dran war, an vierter Position, macht zu mir mit dem Kopf immer. Ich denke, der hat auch einen Tick, der passt gut zu dir. Und immer so. Und dann macht er immer so. Aber der war gar nicht dran. Und dann kam die Werbepause, und dann sagt er ganz leise zu mir, Herr Meiser, Ihre Hose ist auf. Jetzt hatte ich eine Lederhose an, und das war das Peinliche. Und da war der Reißverschluss von unten nach oben ausgerissen. Die kriegst du ja nicht mehr zu, in der Live-Sendung kannst du nicht live umziehen. Ja, natürlich live. Also stand ich jetzt immer so da dann und habe versucht, das zu verbergen. Herr Meiser muss auf Klo. Ja, das geht ja auch nicht so schnell beim Live-Fernsehen, weil bei älteren Herren dauert das ja manchmal. Also gut, und dann ist mir genau das Gleiche, nochmal 8 Wochen später passiert, hatte ich eine ganz normale Hose an, wir wollen eine Live-Sendung machen, sagt der Regisseur Hans, gehst du mit, ich habe so einen kleinen Mann im Ohr,
gehst du bitte nochmal hinter die Kulisse, das Hemd sitzt nicht richtig, Krawatte sitzt nicht richtig, der Aufnahmeleiter soll das mal machen. Die machen auch alles. Und es war so 30 Sekunden vor der Live-Sendung und ich scheuche mich raus, Live-Sendung beginnt und nach 3 Minuten denke ich, hast du die Hose zu? Und da war die Hose auf, der Reißverschluss unten, da hatte ich es wieder vergessen. Ach so, hatte ich vergessen gehabt. Ich hatte das mit der Hose Gott sei Dank noch nicht, toi toi toi, kann ja noch kommen. Denkt man oder kann man überhaupt dem Gespräch noch folgen, denn was da vorne eigentlich passiert, wenn man weiß, man steht da mit einer offenen Hose? Und ja, nicht in so einem Fall, wenn es draußen zieht und windig ist, weil das merkst du halt. Nein, du hast natürlich, die Kamera nimmt dich ja nur bis hier oben dann in dem Fall, ja. Und die merken natürlich, dass irgendwas war. Und die fragt mich auf so, mal, ist was, Hans? Also natürlich schon nervös. Nur ich kann nicht sagen, ja, Hose ist auf. Oder so. Also es war schon peinlich. Das tat mir schon ein bisschen weh. Ja, offene Hose hatte ich noch nicht. Aber natürlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, bei uns ging auch einiges im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Was läuft, wann du willst? Vielleicht werden Sie sich jetzt an dieser Stelle die Frage stellen. Okay. Kann ich jetzt? Ja, wenn es jetzt geht. Kommen wir zum Fernsehen? Vielleicht werden Sie sich jetzt an dieser Stelle die Fragen stellen, wer ist denn eigentlich dieser Mann da neben mir? Kann ich Ihnen sagen? Das ist Mickey. Ich würde eigentlich ganz gerne die Ulrike jetzt reinkommen lassen. Du bleibst hier. Nee, die heißt nicht Ulrike, ich habe mich gerade vertan. Ja. Ulrike sitzt in meiner Linken. Nein, die gute Dame heißt Birgit. Ulrike, du lässt das mit den anderen Seiten aufziehen, Andrea. Oder? Andrea? Komm mal. Da hinten, da sind die Herren vom Licht. Guten Tag, was denn hier los? Wir lesen Zeitung während der Aufzeichnung. Das ist ja weltweit unglaublich. Tja, was sollst du sagen? Ja, erwischt. Unglaublich. Oder nicht? Frech sowas, das kann doch nicht angehen. Batzen Arbeit, die auf mich zukommt. Drillinge, du. Mein lieber Scholli. Ja, jetzt wissen es wenigstens meine Eltern. Danke, Olli. Hi ho, Klaus. Nein, ich bin der Matthias. Ja, Entschuldigung, Matthias. Ingeborg, wo möchtest du denn hingehen? Ingeborg? Da kriegst du so einen Futzpimmel und machst die Küche sauber. Ja, so einen Futzpimmel krieg ich dann und dann muss einfach die Küche sauber werden. Ach, geht schon los? Die kleinen albernen Kinder voll auf den Rang. Ja, mach komm her. Oh, Sixtus. Der ist ganz lieb. Hier, der Phil hat nur gesagt, dass die sich nur mal ordentlich bürsten lassen wollte. Das ist ja witzig, du Nähler, so. Was ein Spruch, du! Und dann auch noch so! Was für eine Brille! Heute schon Futter gekriegt? Sag mal. Nee, ne? Schon Futter gekriegt? Nee, ne? Zu essen? Was zu essen? Von wem? Ja, du kommst doch nicht vor, als wenn du ein Tier wärst. Ein Tier? Möchtest du was zu essen haben? Wir können dir gerne was bringen zu essen. Wie kommst du drauf auf Tier? Weil du so rumschreist. Doch, du warst das doch, natürlich. Mach Sitz, Platz, so ist fein. Auch ein bisschen klein. Dann haben wir uns hier extra jemanden ausgesucht, was zumindest mit der Größe ganz sicher hinkommt. Ja, toll. Ich hab das hier unten gesehen. Was? Wo? Was? Fühlt sich das jetzt eklig an? Nein, da geht's jetzt. Es ist kein Gummiband da, ist jetzt. Geht nicht. Bruno, geht nicht. Nein. Der ist die Lust vergangen. So. Du warst mal mit einer Frau zusammen. Du hast deine absolute Traumfrau über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Ja. Du bist doch Horst, oder? Ja. Gut. Hier ist Paul. Herzlich willkommen. Ein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Mein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammen... Ich frage jetzt, gibt es tatsächlich einen richtigen Paul? Es ist unglaublich. Also, ganz kurz einmal zur Erklärung. Wir sitzen in einer Regiebesprechung und unterhalten uns immer so, ja, mit Überraschungen, das kann man ja auch ganz toll mal machen. Habe ich gesagt so, wisst ihr was, ihr könnt mich ja auch mal überraschen. Ich Idiot, ne? So was macht er immer. Das ist mein Labradorhund Paul. Die Regie hat mich überrascht. Paul, du bist ein Fernsehstar.
Thank you very much. Jetzt sag ich, dass du Englisch kannst. Das brauche ich jetzt nicht so was. Она чувствует себя очень хорошо, очень рада встрече. Sagst du mir das auf Deutsch noch, Lilly? Dann verstehe ich. Ach. Nee, das ist nicht so. Ich habe mich immer gefragt, die Simultanübersetzer, wie kriegen die das immer so 1A hin? Hat irgendeiner von euch hier so einen riesen Fettnapf eben gesehen? Ich hab das nicht gesehen. Aber ich glaube, ich bin da mit einer Arschbombe rein. Sie sehen die alte Regel, alte Fernsehregel. Nicht? Mit kleinen Kindern und mit Tieren im Studio sollte man immer vorsichtig sein. Das hat bei uns auch voll gesessen. Der Schimpanse ist völlig außer Kontrolle geraten. Und auch mein Hund Paul wusste überhaupt gar nicht mehr, wie sein Herrchen denn nun tatsächlich heißt. Hast du auch mal Tiere gehabt im Studio? Ich hatte viele. Ich hatte einmal Champ. Champ war ein Golden Retriever, der klaute immer das Handmikrofon. Und nach der Sendung war das total zerbissen, 2.500 Mark im Eimer. Und ich hatte mal pinkelnde Pferde im Studio, werde ich nie vergessen. Wir hatten eine Sendung gemacht über übertriebene Tierliebe. Und die Redakteurin sagte damals, sie sind ganz lieb und stuben rein, die schlafen zu Hause auf der Couch und so. Das waren so Mini-Pferde, so groß. Die pinkelten aber wie bayerische Brauereipferde. Erst das eine Pferd, dann das andere. Und es läuft natürlich in so einem Fernsehstudio unter die Dekos und die Tribüne runter. Das riecht auch ganz gut, ne? Ja, es roch wochenlang nach Zirkus Krone bei uns, aber war ja in Ordnung. Du hast natürlich nicht nur wie wir Tiere im Studio, sondern das sind ab und zu ja auch Gäste. Nicht? Ich erinnere mich gerne an einige Gäste zurück in dieser kurzen Zeit, wo ich diese Sendung moderiere. Du hast ein ganz anderes Repertoire. Was ist denn da bei dir mal so aufgefallen, wo du sagst, das war eine Frau, das war ein Mann, unglaublich? Naja, es gibt ganz viele. Also ich habe eine Frau gehabt, die hat sich eigentlich dadurch hervorgetan, dass sie vor allen Dingen viel geredet hat, was ja nicht nur bei Frauen manchmal ein bisschen nervig ist, sondern auch bei Männern. Deshalb bin ich auch so ruhig. Und plötzlich stand die auf und machte mit ihrem Rock hoch und fing an, Concon zu tanzen vor der Kamera. Die und hatte hier auf dem Slip draufstehen, auf dem selbstgestrickten Slip, Hulda aus Fulda. Und bei der Live-Sendung hast du keine Chance. Du kannst nichts machen. Du kannst der höchsten eine Baldrian-Spritze geben, intravenös, damit du schnell einschläfst. Über die Karte schnell davor gehalten, damit man das nicht sieht. Ne? Unsere scharfen Bräute begrenzen sich leider ein wenig auf das Äußere, aber ich kann Ihnen sagen, auch hier kommen sie auf ihre Kosten, unsere scharfen Bräute. Ihre Tochter, die hat so viele Freundinnen unten. Mischt und die allesamt akzeptieren. Meine Damen und Herren, diesen Schreibtisch, den werden Sie natürlich kennen. Dieser Schreibtisch ist einfach legendär. Und es gibt nur etwas, was eigentlich noch legendärer ist. Das ist nämlich der Mann, dem er gehört. Und ich bin sehr froh, dass er heute hier ist bei uns. Herzlich willkommen, hier ist Detlef. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Detlef, hallo. Schön, dass du da bist. Du bist unser, wir haben das hier vorne auch nochmal hingeschrieben, unser NVD. Was heißt NVD? Nörgler vom Dienst. Findest du, dass du ein Nörgler bist? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, ich habe eine Meinung und ich denke, dass die Meinung richtig ist. Ja, bei welchen Leuten geht dir denn ganz besonders schnell die Hutschnur hoch? Ach, so Schmarotzer-Leute, so Möchtegern-Leute oder eben halt Machos.
oder Leute, die sich gerne im Mittelpunkt stellen. Und ich kann mich auch daran erinnern, junge Mütter, das fandst du auch nicht so doll, nicht? Manchmal ja, muss wenn, ein gewisses Alter haben. Richtig, so, wenn Kinder Kinder bekommen, denke ich mal. Ich denke, so junge Leute sollen erstmal ihre Jugend, ihr Leben ausleben und dann zum späteren Zeitpunkt gerne, aber ich mal so jung finde ich nicht gut. Karriere ist beendet, Schule ist beendet, dann meistens leben sie bei ihren Eltern, werden bei ihren Eltern groß und die Zukunft ist verbaut. Und die Jugend ist dann auf einmal mit einem Schnitt abgeschnitten. Du bist also mehr der Mann der geordneten Bahn? Ja, richtig. Alles zu seiner Zeit. Das ist auch gut so. Wir gucken mal die Highlights von Detlef, die schauen wir uns jetzt mal an. It's time to nörgel. Hast du ein Kind? Nein. Ja, du musst auch wie eine Frau reden. Moment, aber ich kann nicht vom Wunsch, ich kann doch nicht vom Wunschkind reden mit 16 Jahren. Ey, keine Ausbildung Mädel, hinter sich gemacht. Der Freund steht nicht zu ihr. Verdammt nochmal, hör doch mal zu, Mensch. Darf ich mal bitte das Mädel mal verdammt noch mal, ich kann doch mal meine Meinung hier äußern. Aber nicht mit 16 Jahren. Das Mädel war alt genug, Sex zu haben, als es ist alt genug, ein Kind zu kriegen. Du bist doch ein Mensch und kein Tier, oder? Das kann aber wohl nicht wahr sein. Ich würde fragen, ob die den Knall nicht gehört hat, was würde ich fragen, aber ich meine, sowas ist unnormal. Salvatore, du wirfst deiner Schwester vor mit der Arbeit, dass sie die Ausbildung abgebrochen hat. Und du bist noch nicht mal in der Lage, 3 Stunden zu jobben. Die ganzen Allüren, die du hast, so wie du aussiehst, das gibt's an deinem Kind weiter. Was für Allüren habe ich denn? Guck doch mal im Spiegel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Salvatore ist ein möchtiger Macho. Hättest du erstmal erwachsen, bevor du dich unterhältst, Mensch. Ach. Ich sag mal, zum Geben und Ausnutzen, wenn immer zwei, einer, der sich ausnutzen lässt und einer, der auch ausgenutzt wird. Ich glaube auch, dass du sehr viel an Gefühl investiert hast. Aber ich denke mal, nach 8 Jahren solltest du sagen, dass du eben halt sagst, so, jetzt kann ich loslassen, ich habe keinen Zweck, ich kann nicht bei ihr landen. Man tut sie ja selber weh. Du hast ja gar nicht nötig, kriegst du Geld ja von vorne hinten reingestopft. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Da muss ein Weg gefunden werden. Der kann gefunden werden, wenn er gefunden werden, von beiden Seiten gefunden wird. Es gibt Kompromisse. Ja, es gibt Kompromisse. Jeder will modern denken, aber im Nachhinein traut sich keiner, das auszusprechen, was er wirklich denkt. So, ich stehe als Buhmann da, weil ich eben halt das ausspreche, was ich denke. Und so denke ich eben halt. Was soll das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und Detlef, bist du zufrieden mit dir? Ja, ich bin zufrieden mit mir. Kannst du dir vorstellen, vielleicht wird es dich schockieren, dass es auch ohne dich in unserer Sendung mal ganz heftig zur Sache geht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, sagst nein. du? Nein. Meine Damen und Herren, wir wollen Detlef eines Besseren belehren. Hier sind unsere Highlights von den sogenannten Streitgesprächen. Also, Männerwelt, ich warne euch vor dieser Frau. Geht es denn immer nur ums Geld, oder? Ja, also sie saugt die Männer so lange aus, bis sie nichts mehr haben und dann sucht sie sich einen neuen. Ich weiß es ja nicht. Ich denke, du wolltest nichts mehr sagen. Du schon immer gut. Moment, was war in der Wirtschaft? In der Wirtschaft, beim Dartspielen, wer stellt sich auf den Tisch und zieht sich aus, macht Striptease? Ja, also pass mal auf. Ich bin konsterniert. Ach, arrogant, ja, stimmt, ich gehe ins Meiergussel. Von einem Bett zum nächsten, von ja, einem Bett zum nächsten. Ach komm, erzähl mir nichts. Ich bringe dir 1000 Zeuge, die das sagen, die dich schon genagelt haben. Ach ja, dann bringen sie mal. Ja, und dann, ich sitze daneben und die flirtet mit dem Typ hinter mir. Das ist doch der Hammer, oder? Mein Gott. Heißt das, du machst jetzt hier Schluss? Ja, ist besser. Was war das eben? Das war mein Verlobungsring, den ich ihr gegeben hatte. Ich bin konsterniert. Ich gebe ihm die Chance, er kann seine Tochter sehen. Er soll wenigstens versuchen, dem Kind einen guten Vater zu sein. Ich bin ein Und ich werde ihn... Das kannst du nicht beurteilen. Ja? Hast nicht einmal angerufen und gesagt, hey, wie geht's denn deiner Tochter? Oder wie geht's denn deinem Kind? Ich habe angerufen, ich habe gesagt, deine Tochter ist im Krankenhaus mit über 40 Grad Fieber. Du hast nicht angerufen, hast gesagt, wie geht's meinem Kind? Ich krieg so einen fetten Hals, ja, wenn ich ihn höre. Also wie kann man eine Frau so missbrauchen für seine Zwecke? Sie missbrauchen, ich wäre mal. Ey, weißt du, du gehst mit den deutschen Frauen ins Bett nur, damit du deine Erfahrungen sammelst und dann gönnst du das deiner Frau nicht, die du dann heiraten willst später? Nein, gönn ich nicht. Und du willst mir erzählen, dass dann der Sex toll ist, wenn du vorher sonst so viele Erfahrungen gesammelt hast und hast eine vor dir, die noch überhaupt nichts gehabt hat? Dann bist du deine Freundin los, ich meine Tochter wieder. Was bildest du dir eigentlich ein, wer und was du bist? Du bist der letzte Dreck für mich. Glatzfertig oder was weiß ich das Ganze? Vincenzo! Ja, wo kommt das Geld los? Was sind das Vincenzo, Vincenzo Prego, Arabella! Ja, es ist aber so. Ich Pizza, Margarita. Darf ich mal kurz zum Schluss? Nein! Ich muss nie!
Ich war genauso. Ich habe damals ihn kennengelernt. Das war für mich die große Liebe. Und mit ihm treu zu sein, mit ihm alt zu werden. Und, liebe Damen und Herren von den Gästen betreuen, können wir einen Schluck Wasser haben, bitte? Ja, danke. Ich glaube, du brauchst einen Schluck Wasser, ne? Ja, das wäre nett. Ging ja ziemlich hoch her, die ganze Geschichte da, nicht? Haben wir gerade eben gesehen. Und wenn es im Studio ziemlich hoch hergeht, ist es umso wichtiger, dass es hinter den Kulissen einigermaßen gesittet zugeht. Und dafür verantwortlich ist unser Aufnahmeleiter. Hallo Ingo. Hallo. Du schreibst hier immer die Zeiten auf, dass wir genau rechtzeitig an Ort und Stelle sind. Nicht? Genau, ich sorge halt hier für einen reibungslosen Ablauf, damit also wir auch irgendwie zeitig fertig sind und ja, jeder rechtzeitig nach Hause gehen kann, was wir mal alle wollen. Das wollen wir natürlich, meistens so 21 Uhr, kann auch mal später werden. Hedi ist auch noch da. Hedi ist eigentlich unser Go-Mann. Was heißt das genau? Ja, ich schicke dann die Leute auf mein Zeichen aufs Podium. Und du bist tatsächlich einmal als Go-Mann geoutet worden und das war eine sehr lustige Geschichte, die ja, im Nachhinein eigentlich lustig war. Aber in dem Augenblick, als es passiert ist, haben wir uns alle ziemlich erschrocken. Stichwort Ulrike und Wolfgang. Viel Spaß. Bist du ein eifersüchtiger Typ? Ja, bin ich. Hallo Ulrike. Hallo. Wer ist der eifersüchtigere von euch beiden? Ich bin der eifersüchtigere Teil. Wir haben versucht, deinen Mann rumzukriegen. Was? Das jetzt zumindest. Was? Da wäre der Teufel los. Bist du denn ab und zu mal in Bonn oder so? Wäre ich in Bonn? Nee, ne? Da komm ich mal nach Duisburg, geh mal einen trinken oder so. Frag mal meine Frau. Hey, pass mal auf, John. Hör mal auf, bist du dumm hier, ey? Die hat gesagt, sie will nach hier kommen. Ja, und warum, warum? Was soll das? Schatz. Hör doch mal ruhig. Hör doch mal hin. Na, warte mal, wenn wir gleich nach Hause kommen. Na, pass mal auf, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe mir das fast gedacht, dass... Oliver, das habe ich schon vor der Sendung gewusst, dass sowas hier rauskommt. Ja, doch aber treu. Ja, der hat aber nichts gesagt. Lass sie doch abblitzen. Du hast super wenn die gleich reinkommen, kriegst du bei mir ein paar geschossen. Das ist nicht meine Art. Das ist nicht meine Art, aber ich raste gleich hier aus. Dein Mann hat eine wirklich durchaus attraktive Frau hier an seiner Seite gehabt. Diese Frau hat ihn auf Schärfste angebaggert. Dein Mann hat aber gesagt, keine Frau kann so toll und so niedlich sein, wie die, die ich zu Hause aber habe. Aber jetzt, wenn ihr gesagt habt, sag ruhig, wenn das meine Frau ist. Warum sagt ihr nicht so gleich, ich möchte nichts von dir und lass mich in Ruhe. Warum ist er nicht aufgestanden? Jetzt, wollen, warum lacht er die denn noch an? Nein, der hat die noch angelacht. Ich habe keine Bekannten, keine Freunde. Ich rede mit keinem, weil mein Mann das einfach nicht möchte. Und dann braucht er das auch nicht machen. Guck mal, den einen hier, euren Techniker, den kenne ich sogar. Da habe ich auch schon. Wer denn? Wer ist das denn? Den? Wer heißt der? Ja, da ist mein Mann da so eifersüchtig drauf. Der Go-Macht, den kenne ich. Der Go-Macht, der große Philipp? Ich weiß nicht, ob der Philipp. Wer macht denn noch Go bei uns? Der da? Nein, der ist halt auch. Nee, da ist Oliver. Wer macht hier noch Go bei mir in der da Sendung? Da ist er. Den kenne ich. Ja. Jetzt holen wir die noch mal rein und die wird nämlich genau das bestätigen. Ja, die kann überhaupt mir gar nichts so bestätigen. Die soll jetzt, ich rede nicht mit ihr. Gratulation zu ihrem Ehemann und sie brauchen sich gar nicht so aufzuregen. Und für mich sind sie sehr krankhaft eifersüchtig. Sie sollten sich therapieren lassen. Ich bin so eifersüchtig, wie ich das will. Und ich finde, dass sie für mich ein Typ von Frau, der sich für jedes Spielchen hergibt. Schau mal, haben Sie sich eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut, wie Sie aussehen? Ja. Dann ist okay. Ja. Dann brauchen wir ja darüber weiter nicht zu diskutieren. Ich aussehe beide. Okay. Irgendwie kriegen Sie es gut auf die Regel, nicht tolerieren. Wie seht ihr denn aus? Okay. Frau Jago, Sie haben sich mit den beiden unterhalten. Mhm. Kleines Resümee, wie war's denn? Schön. Spannend. Ja? Hat es was gebracht, Wolfgang? Ja. Super, ja, das hat was gebracht. Ja? Was hat sie euch denn gesagt? Wir sind auf einen Nenner gekommen. Und der lautet? Alle 14 Tage zusammen abends einen schönen Abend machen. Für den Anfang. Und ich habe die beiden mir natürlich noch mal eingeladen hier in die Sendung. Herzlich willkommen, Ulrike und Wolfgang. Wie geht's euch beiden? Ja, gut. Ja? Euer Thema oder euer Problem war ja damals Eifersucht, nicht? Ist Eifersucht für euch jetzt noch ein Thema? Ja, genau wie vorher auch. Ja? Ja. Habt ihr denn das Gefühl, ihr könnt da jetzt besser mit umgehen? Wir hatten euch ja noch eine nette Dame zur Seite gestellt, mit der ihr ein sehr intensives Gespräch geführt habt. Hat das euch geholfen? Ja, ich meine,
Das hat uns schon etwas geholfen. Nur, was sie uns gesagt hat, das habe ich eigentlich auch gewusst. Ne? Sag mal, ich weiß, dass ich ein bisschen extrem eifersüchtig bin. Dass das ein bisschen übertrieben ist. Also, das muss ich schon zugeben. Ne? Aber ich habe heute auch gesagt, wer das Bedürfnis hat, meinen Mann zu küssen, bei den ganzen Frauen im Team, die dürfen. Heute, ausnahmsweise. Jeder. Meine Damen, habt ihr gehört? Nee, aber, hey, die auch. Aber nur heute, wie gesagt. Ihr habt euch also, muss man nicht sagen, versöhnt. Das war ja kein Krach, ihr hattet ein kleines Problem. Wir haben euch versucht, dabei zu helfen. Das ist uns bei anderen Gästen natürlich auch noch geglückt, dass die beiden nachher versöhnt aus der Sendung rausgekommen sind. Wir gucken uns mal die Highlights an. Schatz, soweit, ich bin dir zweimal fremdgegangen. Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Ich liebe dich über alles. Es wird nie mehr passieren. Bitte gib mir dein Vertrauen wieder. Bitte. Okay. Ja, pass mal auf, Süßer. Da du mir immer irgendwo noch ein bisschen Hoffnung gemacht hast und so und irgendwie, denke mal, deine Gefühle für mich auch noch nicht ganz begraben sind und so und überhaupt, möchte ich heute auf diesem Wege dich fragen, ob du nochmal mit mir was anfangen würdest, wollen, möchtest oder überhaupt. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, heute eine klare Antwort. Ja oder nein? Nein. Gut. Ja, ist okay. Mein lieber Schatzi, es tut mir echt sehr leid. Dass ich dir vor 3-4 Monaten so wehgetan habe. Und ich möchte, dass du meine Treue, also versuchst mir wieder in mir Treue zu gewinnen, dass du mir vertraust. Ich versuche alles Mögliche es zu bringen, dass du mir etwas wenigstens vertraust. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte keinen anderen haben. Das ist okay für dich? Ja. Dann drück dich doch mal, du. Dass ich mich freuen würde, wenn du mir noch eine Chance geben würdest. Tja, Olli. Now it's your turn. Ja. Nein. Ich will ihr halt sagen, dass sie wahnsinnig vermisse und dass das nie mehr passieren wird. Und die Freundschaft bedeutet mir sehr viel und ja. Nimmst du die Entschuldigung an? Ja, ich habe das gerade gesehen und ich habe dich auch voll vermisst. Tobi? Ey, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, es war einfach die schönste überhaupt. Und ich kann einfach, ich muss die ganze Zeit an dich denken. Und ich kann dich einfach nicht vergessen. Kannst du mir nicht noch eine Chance geben? nee. Also, ich wollte mich bei dir entschuldigen für das, was alles passiert ist. Ich wollte dir sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut. Du weißt, was ich meine. Und ja. Ich weiß, dass es zu viel verlangt wäre, wenn ich zu dir sagen würde, würden wir es nochmal versuchen. Aber wenn du es möchtest, dann. Ja. Wäre das okay für dich? Ja. Hey, Laila, ist doch schön, oder? Wir kommen jetzt zu einem unglaublich wichtigen Raum in unserem Gebäude, der zu der Oliver Geissen-Show gehört. Hier drin ist die Regie, der Ton, Bildmischer etc. pp. Alles, was wichtig ist für die Show. Zum Beispiel auch meine Chefin, die Simone. Guck mal rein. So, das Herzstück der Oliver Geissen-Show. Ich habe sie eben angekündigt. Hier sitzt meine Chefin. Das ist meine Redaktionsleiterin, die Simone Gruber. Simone, hallo. Du hast ein Taschentuch dabei. Ich nehme diese Szenen, diese Freudenträne immer ganz schön mit, ne? Ja, gerade Szenen wie gerade in der letzten Matz sind einfach sehr, sehr ergreifend. Und ich kann nichts dafür. Es ist wie im Kino in der letzten Reihe. So ist das mit den Mädels. Immer gleich dicht an Wasser gebaut. Welche Szene fandest du denn so richtig ergreifend?
Richtig ergreifend waren eigentlich zwei Szenen. Einmal die Szene in der allerersten Sendung, wo wir eine Internetbekanntschaft zusammengeführt haben. Und das ist ja dann genau Chris und Wiebke, die dann auch wirklich ein Paar geworden sind. Und als wir die Familie aus dem Kosovo geholt haben, wo wirklich dann zwei Fronten einer Familie nach langer, langer Zeit endlich zueinander gefunden haben. Stimmt, das war richtig niedlich. Wie gesagt, meine Chefin Simone, hier sitzt noch ein weiterer Chef von mir. Ich habe mich unglaublich viele Chefs. Das ist der gute Rolf. Rolf ist mein Regisseur, der Herr der Bilder. Und hier vorne ist es eine unglaubliche Wand von verschiedenen Bildern. Rolf, woher weißt du genau, welches Bild du jetzt schneiden musst, was gut für die Sendung ist? Ganz einfach. Ich schneide immer auf dich und dann habe ich immer das beste Bild. Oh, okay, das haben wir eintrainiert, das haben wir so abgesprochen. Ja. Nee. Wie lange muss man trainieren, wie lange muss man eine Ausbildung genießen, um hier Herr dieser ganzen Knöpfe und Bilder zu sein? Das ist eine schwere Frage. Ich weiß. Lange. Ganz lange, ne? Ja, aber es ist viel Erfahrung. Sehr viel Erfahrung. Auf alle Fälle machst du einen richtig guten Job, meine Damen und Herren. Bei uns in der Sendung sind sehr viele mutige Menschen. Die machen manchmal auch Sachen, die sind haaresträubend. Wie mutig meine Gäste sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist mein Lieblingsgag. Na, da bin ich immer gespannt. Oh! Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down. We're out of control. Das glaube ich nicht. Es gibt auch einen Ehrgeiz von wegen, ich will das größte Loch haben und so, aber... Heute machen wir mal etwas ganz Exotisches. Reibatochi mit dem Blub. Und das geht so. Ein paar zünftige Kartoffelpuffer und einen gescheiten Rahmspinat. Blubdiwupp und alles ist fertig. Iglo Rahmspinat, der mit dem Blub frischer Sahne. Schon toll, was fremde Kulturen so zu bieten haben. Sie hat Schnupfen. Sie hat Nasivin. Mit der schnellen Wirkung. Nasivin wirkt in Minuten bis zu 12 Stunden. Nasefrei mit Nasivin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wollen Sie auch eine Bodylotion, die sehr gut getestet hat? Entdecken Sie die mit V und E. Dove Bodylotion. Wenn ich nur daran denke, was ich alles mit den neuen antibakteriellen Tüchern von Meister Popper reinigen und desinfizieren kann... Puh. Wird mir ganz schwindelig. Neue Reinigungstücher von Meister Popper. Er meistert, sie glänzen. Auf ihren Bauch. Edelweißmilchzucker, der natürliche Weg zu gesunder Verdauung. Haben Sie es auch satt, dass Ihnen im Haushalt niemand hilft? Die neue Zebra-Wisch- und Weg-Haushaltsrolle saugt schnell und sicher das Neunfache Ihres Gewichts. So vielseitig wie noch nie. Stärker, fester und so weich. Da ist mit einem Wisch alles weg. Das neue Zewa Wisch und Weg mit der Neunfach-Saugkraft saugt 9-mal sein Gewicht. Und mit einem Wisch ist alles weg. Neu von Unox. 1001 Soße. Paste einfach in heißes Wasser geben, aufkochen, kurz umrühren und fertig ist eine wunderbar cremige Soße. Unox 1001 Soße. Die Basis für feine Soßen. Fertig zum Ausgehen?
Alles frisch gewaschen, aber voller Falten? Da braucht man den neuen Downy Gewebe-Conditioner von Lenor. Der Unterschied ist klar. Weichspüler bleiben auf den Fasern. Downy dringt tief ein, glättet sie wie ein flüssiges Bügeleisen für leichteres Bügeln. Und manchmal gar kein Bügeln mehr. Anziehfertig, ausgehfertig. Downy, der Gewebe-Conditioner von Lenor. Lauert bei Ihnen immer irgendetwas unten im Wäschekorb? Wie der Wollpullover, den Sie schon längst von Hand waschen wollten? Jetzt gibt es das neue Dryell für Kleidung, die zur Reinigung oder Handwäsche empfohlen ist. Entfernen Sie frische Flecken mit dem Dryell-Fleckentferner. Legen Sie Wollpullover, Röcke, sogar Jacken in den Dryell-Schutzbeutel. Geben Sie das feuchte Dryell-Tuch hinein, stecken Sie alles für 30 Minuten in den Trockner und Ihre Kleidung wird sanft aufgefrischt und gepflegt. Was auch immer jetzt in Ihrem Wäschekorb lauert, es ist bestimmt nicht Ihre Handwäsche. Dryell, neue frische Pflege für zur Reinigung und Handwäsche empfohlene Kleidung. Was hat ihm wohl geholfen, dass er sich schon viel besser fühlt, obwohl er letzte Nacht Schnupfen, Husten, Hals, Kopf und Gliederschmerzen hatte? Ein bisschen Liebe und Vic Medi-Night. Es lindert die häufigsten Erkältungsbeschwerden und ermöglicht so den erholsamen Schlaf, den Sie brauchen, um den Tag gut erholt beginnen zu können. Aufstehen. Vic Medi-Night. Gute Nacht, bessere Morgen. Genauso zuverlässig wie Vic Medi-Night, aber speziell für den Tag entwickelt. Vic D-Med. Für einen guten Tag. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Glanz ist hier selbstverständlich. Aber zu Hause brauche ich dafür Reiniger und extra Klarspüler. Umständlich. Das ist jetzt viel einfacher. Mit Somar 2 in 1. Die Neuheit. Da ist der Klarspüler im Reinigertab schon eingebaut. Einfach und glänzend. Neu Somar 2 in 1 mit eingebautem Klarspüler. So einfach, so glänzend. Strom von Elektra direkt heißt Strom schon ab 1 Mark pro Tag. Rufen Sie jetzt an. 0180 5 4000. Strom schon ab 1 Mark pro Tag. Elektra direkt. Mit Orangen und Clementinen aus Spanien fühlen sie sich jeden Tag wie neugeboren. Voller Einsatz der Mutter. Ich bin nach Tunesien geflogen, habe meine Kinder besucht. Ich habe immer auch geglaubt, dass meine Mutter irgendwann kommen würde. Zwischen Hoffen und Bangen. Mein Partner hat mein Kind entführt. Birte, gleich bei RTL. Silvester ganz ohne Tom, wie schrecklich. Dann lassen wir uns halt was Schönes für dich einfallen. Ach, was würde ich bloß ohne meine vielen Freunde tun? Wir wollen endlich feiern! Ja! Unter uns, heute, 17.30 Uhr bei RTL. So, und ganz allmählich nähern wir uns leider auch schon dem Ende unseres Jahresrückblicks. Und das ist eigentlich auch genau die Zeit, wenn unsere Gäste ganz allmählich wieder nach Hause fahren. Und genau für diese Fahrt ist unsere Petra zuständig. Petra ist unsere Reisekoordinatorin. Was machst du eigentlich, wenn unsere Gäste mal ihren Zug verpassen? Wir planen so viel Zeit ein, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, dass sie einen Zug später nehmen. Wenn es ganz eng wird, vielleicht auch mal den nächsten Flughafen ansteuern, dass wir den Gast noch einfliegen lassen. Oder wenn es nicht allzu weit weg ist, auch abholen lassen. Also diese Möglichkeiten bestehen und irgendwie haben wir es immer geschafft. Das stimmt. Kennst du denn eigentlich den weitesten Anreiseweg, den wir hatten im letzten halben Jahr? Ja, das war aus New York. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte mit Chris. Genau, der seine Internetfreundin hier bei uns gesehen hat. Und vom Kosovo hatten wir, glaube ich, auch eine Familie. Ja, total nette Geschichte. Genau, so eine Zusammenführung. Von der ganzen Welt lassen wir die Gäste halt so einfliegen. Was würdest du unseren zukünftigen Gästen für das Jahr 2000 mit auf den Weg geben wollen? Vielleicht, was uns immer für uns sehr hilfreich ist, dass sie uns einfach rechtzeitig informieren, wenn der Zug Verspätung hat oder vielleicht, wenn sie gar nicht kommen, dass sie uns einfach kurz anrufen. Einfach immer mit uns in Kontakt bleiben, dass wir wissen, wo sie sind und wann sie kommen. Das werden sie sich bestimmt zu Herzen nehmen und wenn sie mit dem Auto anreisen, natürlich vorsichtig fahren. Meine Damen und Herren, das war unser Jahresrückblick von der Oliver Geissen Show. Ich wünsche Ihnen natürlich an dieser Stelle ein wirklich wunderschönes, gutes, neues Jahr 2000. Feiern Sie so, wie es sich gehört. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf Sie, im nächsten Jahr begrüßen zu können. 13 Uhr geht es bei uns los, das wissen Sie ja, bei RTL von Montag bis Freitag, die Oliver Geissen Show. Und eigentlich darf ich Ihnen die nächsten Bilder noch gar nicht zeigen, aber ich tue es trotzdem.
mein kleiner persönlicher Ausblick auf das Jahr 2000. Machen Sie es gut, guten Rutsch, tschüss. I do it just for you, baby, 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 baby. Yes, you be mine. Hello. Wusstest du, dass er vor anderthalb Wochen gesagt hat, dass er Sharon liebt? Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Also das ist jetzt echt ein Schock. Eine Frage, kannst du dich daran erinnern? Nein, sie ist nicht spannend, ich liebe dich und werde es immer tun. Kannst du dich daran erinnern, vor eineinhalb Wochen? Sie hat noch zwei andere Kinder von jeweils zwei anderen Frauen. Ja, na und? Du hast dein Kind bei ihr. Das ist dein Kind. Geheiratet, das war ein Fehler. Du sagst, ich wäre ein Arsch. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Aber ich kann nicht gut Lippen lesen, habe ich das mal nicht gesagt. Das hast du doch gesagt, hör auf zu lügen. Also Klaus, wenn du dieses sehen solltest, bitte ich dich, melde dich bei mir oder komm zurück und ja. Er hat dich sitzen lassen, du bist schwanger. Du weißt überhaupt nicht, wo er steckt. Klaus, mit dir muss ich schimpfen. Wo warst du die ganze Zeit? Tja, ich war in der Druckerkolonne. Beim dritten Kind, wo es endlich geklappt hat, da gehst du. Glaubst du, es wäre irgendwann an der Zeit, vielleicht im nächsten Jahr, diesen Mann zu heiraten auch? Eventuell, ja. Ich weiß, dass Nicole jetzt also ganz empfindlich darauf reagiert, aber das ist für mich zu schnell. Ich bin so nervös. Ich liebe dich und willst du meine Frau werden? Ja.